Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir haben jetzt noch ein paar Bärenfelle zu suchen und ein paar Nestmaterialien aus dem Grabblumentafelberg und zuletzt noch ein paar Draken zu töten. Das alles brauchen wir für ein Nest für unseren zukünftigen Bergsaliraptor. Huch, die halten noch ein bisschen mehr aus, als ich dachte. Okay, müssen wir sie halt so ein bisschen umfangreicher töten, die Viecher hier. Bärfell Nummer 1. Hier, jetzt kriegst du einen verstärkten Feuerball in die Fresse, du komischer Bär. Damit du... Was? Er ist ein verstärkter Feuerball. One-hit den scheiß Bären nicht. Was ist mit diesen Bären los? Ja, sind alles graue Mobs, das heißt, wir kriegen auch keine Erfahrung jetzt dafür. Trotzdem möchte ich diese Quest endlich mal machen. Die Quest ist eine Level 30er Quest. Und ein schönes neues Reittier kann man immer gebrauchen. So, noch einen letzten Bären. So, nochmal Feuerball. Ah, jetzt haben wir ihn gleich. So, damit hätten wir die Bärenfälle schon mal. Jetzt geht's weiter zu den Draken. Ups, so, hier lang. Lalala. Also es sind hier die Hackklotzberge. Die sind auch schon eigentlich ziemlich geil gestaltet, finde ich. Hier unten. Huch, die Drakes sind sogar noch grün. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hey, einmal Massenpull. Ich weiß nicht, ob die alle drei zusammengehören. Wahrscheinlich nicht. Nein. Gut, dann hauen wir sie einzeln um. Und Feuersturm. Nochmal. Zack. Und noch eine letzte. Ein letzter Rache. Zack. Damit haben wir drei von den Draken. Uns fehlen also noch ein paar weitere. Zwei Stück noch. Und danach müssen wir noch Nestteile sammeln. So, ein Drakenblut fehlt uns noch. Ein ausgewachsenes Mark Drake. Da, so, mit dem Feuerball hauen wir ihn um. So, so, so. Okay, dann können wir... Jetzt nur noch, müssen wir nur noch das Nestmaterial holen, was sich dort hinten befindet. Wie wir dort hinten hinkommen, weiß ich noch überhaupt nicht. Aber werden wir wohl gleich sehen. Krackblumenküken. So, einfach mal hier ein bisschen lang reiten. Ich meine, die Aviax können uns sowieso nichts. Wir haben Meisterschlag gegen die Aviax. Wir haben so richtig viele dicke Skills. Was wollen die gegen uns schon ausrichten? Gorillas. Uke, uke. So, hier hinten müssen wir dann, glaube ich, jetzt hoch. Ah, okay, der kommt klar. Also er hat keine Probleme jetzt mit. Hinter uns ist ein paar Viecher. Scheiße. Boah. Beinahe werden wir dort runterrutscht. Beinahe. Ja, wir werden jetzt gerade ein paar Viecher hinter uns herziehen. So einen sogenannten Train. Ein Zug von Gegnern. Hauen wir doch mal eben um. Ein bisschen Erfahrung gibt es das ja auch. So, und dich. Na, ja, aber die geben fast gar nichts mehr an Erfahrung. Im Vergleich zu dem, was wir so in dem verzauberten Land immer für unsere Quests bekommen, ist das hier absolut mickrig. Oder mickrigst. Also der absolut kleinste Version. Ja. Habe ich irgendwie jetzt gerade was übersehen oder so? Ich? Ja. Ich glaube, hier geht es irgendwo den Berg hoch, ne? Moment mal, wir müssen noch irgendwie dort oben hinkommen. Ach, da können wir hochklettern. Tadam. Kletter, kletter. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt als Zauberer eigentlich die Fähigkeit... Multitalentiert, Überlebenswille und sowas, ne?
Ah, keine Ahnung. Huch. Veränderte Musik, habt ihr es gehört? Wir sind hier also jetzt quasi wirklich in einem Nest von den Viechern hier. Lalalala. Sollen sie doch alle kommen. Wir hauen die eh alle um, wenn sie kommen. Huch, jetzt haben wir aber... Boah, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Wir haben das ganze Nest zusammengeholt. Yay. Multikill. Machen wir mal hier kurz das drauf. Zack. Puh, die sind alle so einfach. Ich fühle mich hier leicht unterfordert, selbst bei so vielen Gegnern. So. Noch dich und dich hau ich auch immer um. Du wirst auch, kriegst natürlich auch deine Ladung. Perfekt. So, jetzt haben wir ein ganzes Nest von Aviax in einem Rutsch ausgelöscht. Wenn wir so bedenken, was wir am Anfang so für Probleme hatten mit den Aviax immer. Hat sich das ja ganz schön gut gewandelt. Sind mittlerweile zu einem richtig starken Magier geworden. So, die drei hauen wir auch natürlich innerhalb kürzester Zeit zusammen. So, tschüss. Die geben ja auch nicht mehr wirklich viel Gold. Ne, hier ist es nicht. Wie kommen wir jetzt da an das Nestmaterial ran? Dort nach oben. Also müssen wir doch hier an der Seite hoch. Ah. Eps. Geht ja auch. Irgendwie war ich da gerade mal wieder zu verpeilt. So, hier hoch. Uah. So. So, Nestmaterial. Ja. Da kann man es anklicken. Gut. Nestmaterial sammeln. Und jetzt können wir auch den Arm zurückkehren. War ja jetzt nicht wirklich schwer, die Quest. Die konnte man ja irgendwie so mal eben nebenbei schnell machen. Und jetzt werde ich den ganzen Weg einfach runterreiten, so schnell es geht. Puff. Lalalala. Beeilen wir uns mal eben schnell, hier runterzukommen. Hadadam. Uak. Hui. Jetzt. Ja, wir kommen eigentlich. Werde ich schon bald dieses Reittier hier vermissen, wenn wir sowieso nur noch mit dem anderen unterwegs sind. Ich meine. Es ja, wird wahrscheinlich ähnlich sein wie. Moment, wo ist das? Reittier. Mit unserem anderen beiden Reittieren, die wir jetzt sowieso fast gar nicht mehr benutzen. Unserem Hoverpad und unserem ganz normalen Pferd aus Gorovin. So. Reiten wir eben durch. Auch so ganz fertig sind wir noch nicht, aber es sind die letzten Steps der Quest. So, hier. Rel Verniv. Hallo, ich freue mich, dass ihr sicher zurück seid. Konntet ihr die Bestandteile für den Zauber sammeln? Ja, ich habe ihr alles, was ihr wolltet. Ah ja, das ist wunderbar. Hoffentlich können wir damit den Zauber vollenden. Hm, jetzt muss das Ei vorbereitet werden. Wie machen wir das? Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, enthält das Ei kaum Lebensessenz, die einen Geist am Leben halten könnte. Wir müssen es mit Lebensenergie versorgen, damit der Geist genügend Energie hat, um sich selbst zu erhalten. Na schön, wo finden wir so etwas? Die Ehelächter hier in Haklot bestehen zum größten Teil aus reiner spirituellen Energie. Wenn wir etwas davon sammeln können, ist das schon mal ein Anfang. Wir müssen sie dann nur auf das Tier im Ei abstimmen. Oh, verstehe. Und wie machen wir das? Wir brauchen die Essenz von der Kreatur selbst. Am besten von möglichst intakten Knochen. Ich habe aber keinen. Aber Saldas hat vielleicht welche bei sich in der Nähe. Nehmt die spirituelle Energie mit zu den Knochen und sammelt dort die Essenz. In Ordnung, ich komme zurück, wenn ich fertig bin. Achso, wir müssen erst nochmal ein paar Ehelichter töten. Ja, okay, dann können wir das machen. Dann passt das auch besser mit meiner Planung für die nächste Folge. In der nächsten Folge habe ich nämlich vor, mit euch hier noch einen bestimmten Ort in Haklot zu besuchen, bevor wir dann irgendwie was anderes noch machen. Fragezeichen. Eben schnell Fragezeichen holen. Das hat immer Vorrang. Die Fragezeichen haben immer Vorrang. Eine schwarze Koboldfote.
So, da wandelnde Essenz. Oder wandernde Essenz, eher gesagt. Die erinnern mich so ein bisschen an die Irrlichter aus Warcraft 3. Das muss man einfach mal so ein bisschen sagen. Klar, die Spiele gucken sich immer ein bisschen was voneinander ab. Das will ich nicht neu öffnen. Und Warcraft 3 ist ja noch älter als EverQuest 2. Glaube ich zumindest. Weiß ich jetzt auch gar nicht so sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Wenn wer genauer weiß, wann Warcraft 3 rausgekommen ist, kann er es gerne mir mitteilen. In den Kommentaren. Aber ihr müsst jetzt nicht extra danach googeln. Also, das wäre dann doch wieder zu viel verlangt. Zack. Nächste und noch eine wandernde Essenz. Die gehen zumindest auch richtig schnell mal wieder. Nicht so wie die Bären oder die komischen Draken. Hier brauchen wir zumindest immer nur zwei Skills, dann ist eine von den Viech-Essenzen tot. So. Und Feuerball und tot. Zack. Oh, die hat sogar was verloren. Ein Jaspisstein der Wahrsagung. Perfekt. So, gut. Wir müssen mit Saldas nochmal reden. Und dann nähern wir uns. Jetzt wirst du aber wirklich langsam am Ende angekommen sein. Nicht so wie davor die 30.000 Mal. So, hier. Oh, ihr seid zurück. Was konnte Rell euch sagen? Wir versuchen gerade herauszufinden, ob wir die Kreatur aus dem Ei entfernen können. Ich muss diese Energie mit der Essenz unbeschädigter Saliraptor-Knochen durchtränken. Er meinte, ihr hättet welche. Ja, aber die Knochen werden dadurch die Knochen beschädigt. Ich brauche sie für meine Forschung. Ich bin wirklich nicht sicher, aber ich weiß, dass ohne diesen Prozess die Saliraptoren nicht wiederbelebt werden können. Also lohnt sich das Risiko, finde ich. Hm, also schön. Ein Leben ist mehr wert als nur die Knochen. Tut, was ihr müsst. Hoffentlich funktioniert es. Benutzt die neben mir, das sind die saubersten Knochen, die ich finden konnte. Ich habe sie zur Untersuchung aufgehoben. Danke für eure Hilfe. Ich bin sicher, Rell wird es euch erzählen, wie es lief. Die Essenz verbinden. Zack. Warum habe ich noch hier einen Punkt drauf oder sowas? Hm. Okay. Ich weiß es jetzt nicht genau, was los ist gerade. Hallo. Willkommen zurück. Habt ihr die Essenz? Konntet ihr die Knochen finden? Ich habe die Essenzverbindung hier. Ich hoffe, sie tut, was sie soll. Also schön. Ich habe das Ei für die Essenz vorbereitet. Ihr müsst nur die Essenz über dem Ei freisetzen. Das sollte genügen, um den Geist der Kreatur zurück auf unsere Ebene zu rufen. Seid ihr bereit? So bereit wie nie zuvor. Also schön. Ich bin hier für den Fall, dass die Kreatur umkehrt. Hoffen wir, dass es gut geht. Sehr beruhigend. Also schön, hier kommt es. Okay. Wir müssen hier wahrscheinlich das Nest anklicken. Yep, das Nest müssen wir anklicken. Müssen wir das Ei im Nest. Ui, wie süß. Ein Saliraptor. Well met. Was glaubt ihr? Ich glaube, es hat funktioniert. Aber warum starrt ihr mich dieses Ding so an? Hoffentlich betrachtet es mich nicht als Mittagsmahl. Das eigentlich, glaube ich eigentlich nicht. Es sieht nicht so aus, als wäre es breit, zum Angriff bereit. Nein, das Wesen scheint an euch gebunden. Als wärt ihr seine Mutter. Ich und Mutter? Warte, was? Warum? Das kommt bei Vögeln und kleinen Säugetieren vor. Es überrascht mich nicht. Ihr wart das Erste, was es gesehen hat. Und damit vertraut es euch. Ich denke, ihr habt jetzt einen Freund fürs Leben. Hm, also schön, wächst es noch? Ich glaube nicht. Es scheint gereift in unsere Existenz gekommen zu sein. Auch wenn ich nicht sicher bin, warum... Ich muss den Zauber noch etwas genauer untersuchen. Trotzdem, das ist recht aufregend. Ich denke, ihr könnt es sogar reiten. Stellt euch nur vor, wie es mit diesen kräftigen Beinen über die Klippen springt. Hm, ich könnte ein neues Ross sicherlich gut gebrauchen. Und wenn es so gut springt, wie ihr sagt, wäre das sehr nützlich. Das sehe ich genauso. Ich bin sogar ein wenig neidisch. Ich werde sehen, ob Saldas noch mehr Eier erfinden kann. Und ihr erfreut euch so lange noch eurem Ross, Mutter. Ha, danke, lebt wohl, Rell. Trefft den Bergsaliraptor. Also den hier. Streicheln. Oh. Da haben wir einen geschuppten Bergsaliraptor. Okay.
Wie wieder denn aussehen wird und was ich euch noch Schönes hier in den Hacklotzbergen zeigen wollte, das seht ihr jedoch erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen.